Schulungstag heute perfekt überstanden mit der lieben Myla. Sie hat nochmal die Basis-Permanent-Make-up-Schulung bei mir absolviert. Ich sage nochmal, weil sie schon mal eine Permanent-Make-up-Schulung absolviert hat. Und ihre Arbeit war auch nicht schlecht, aber wir konnten noch einiges perfektionieren. Und ihr werdet Ende des Jahres bei mir auch Perfektionsschulungen buchen können. Deswegen war es heute auch nochmal eine gute Übung für mich. Ja, ich dachte mir, wir machen uns jetzt einfach mal zusammen Bett fertig, weil wir haben zwar gerade noch mitten am Tag gefühlt. Ja, okay, nicht mitten am Tag, wir haben schon spät, aber ich bin fix und fertig. Leute, ich sag's euch, Schulung gegeben ist halt wirklich nochmal was anderes. An alle Dienstleister da draußen, die auch permanent Make-up-Schulungen anbieten und allgemein Schulungen, Lash and Browlifting, obwohl Lash and Browlifting geht, biete ich ja auch an, aber allgemein Schulungen anbieten. Wie ist das so für euch? Also seid ihr danach fix und fertig? Geht es euch danach gut? Könnt ihr danach Bäume ausreißen? Ich muss sagen, letztes Mal nach der Schulung, den zweiten Tag, war ich einfach nur absolut erleichtert, bin auf Pfeife rauchen gegangen. Aber heute, ich bin fix und fertig. Also mit mir kann man heute gar nichts mehr anfangen, außer dass ich jetzt ins Bett gehe und was lesen werde. Ich muss sagen, zwei Tage Schulung ist schon wirklich hart, weil ich gebe mein Herzblut da rein, Leute. Ihr wisst nicht, ich gebe wirklich mein absolutes Herzblut da rein. Ich will, dass ihr mit 80 Trilliarden, 1000% Wissen rausgeht, dass ihr so sicher seid bei der Arbeit. Und ich denke, das merkt man auch, wenn man die Schulung bei mir bucht. Und demnach, also wenn ihr jemanden sucht, der perfektionistisch ist, euch Schulung geben soll und ihr bei der Person lernen wollt, hit me up. Ich setze euch meine WhatsApp-Nummer hier nochmal rein. Wie sagt man so schön? Werbung in eigener Sache. Also ich muss sagen, Schulungen allgemein ist schon wirklich mein Herzblut, ne? Aber permanent Make-up-Schulungen, ich liebe es einfach, euch das beizubringen, was meine Leidenschaft seit fast 4 Jahren ist. Also das ist wirklich für mich nochmal was ganz anderes. Ich freue mich Ende des Jahres, wie gesagt, auf Perfektionsschulungen dann so nicht umzusteigen, sondern das Ganze zusätzlich anzubieten. Es wird auch noch andere Arten von Schulungen geben, aber nicht zu viel. Also ihr wisst ja, ich pigmentiere, ich tätowiere und das soll auch mein Fokus sein. Und Remover wird auch noch dazu kommen. Da muss ich aber ehrlich gestehen, bin ich gerade noch auf der Suche nach etwas, was mir halt wirklich zu 1 Milliarde % gut gefällt, weil ich bin mit dem, was ich habe, einfach nicht happy und deswegen auch alle Mädels, die mich gerade anfragen für, wo kann ich hingehen zum Removern, was sind deine Preise? Ich sag so, Leute, geht irgendwo anders hin, aber nicht zu mir, weil mein Remover ist echt nicht so, wie ich es gerne hätte. Meine beste Freundin mittlerweile seit 2 Jahren am Removern und das ist absolut nichts in der Sache. Deswegen, da werde ich auf jeden Fall noch umsteigen, mich durchtesten und dann dementsprechend das Ganze auch anbieten. Ich wurde heute auch gefragt, ob ich Hairstroke-Technik anderen Schulen werde. Falls ihr daran Interesse habt, schreibt mir das gerne mal, weil ich sag euch ehrlich, gerade tendiere ich eher zu Nein. Warum? Dazu kann ich gerne in einem anderen TikTok noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich finde halt einfach, Hairstroke und Microblading ist etwas, was ich niemals Anfängern empfehlen würde, weil einfach, Leute, mir geht es um abgehaltene Ergebnisse. Mich juckt nicht, wie gut und wie toll die Arbeit mancher Leute direkt nach der Behandlung aussieht und wie schön das doch alles direkt nach der Behandlung ist auf den Nachherbildern. Zeigt mir abgeheilte Bilder, dann reden wir weiter. Und ich habe ja die Hairstroke-Technik gelernt, weil ich überhaupt nichts mehr vom Microblading halte. Einfach Krise, wenn die Haut nicht perfekt trocken ist. Ihr könnt einfach Microblading als auch die Hairstroke-Technik auf fettiger Haut absolut vergessen. Microblading funktioniert nur am besten auf trockener Haut. Du kannst Glück haben bei einer Mischhaut, dass es mal hält, aber bei richtig fettiger Haut, vergiss es, das hält nicht. Und dasselbe gilt auch für die Hairstroke-Technik. Also ich bin wirklich kein Fan davon, wie man merkt, das Ganze auf fettiger Haut oder so überhaupt anzuwenden. Deswegen, ich sage das auch immer meinen Kundinnen dazu und alle Kunden, die reinkommen, sage ich so, Leute, macht lieber Powder Brows, gerade auch bei reiferer Haut. Also gerade auch bei den Damen, die zu mir kommen, sage ich immer, Leute, macht Powder Brows. Powder Brows kann so unfassbar natürlich aussehen. Powder Brows muss nicht irgendwie wie ein Balken aussehen. Das Problem ist, dass Microblading eher wie ein Balken abheilt als Powder Brows. Also gerade reifere Haut, Leute, mit Powder Brows, ihr kriegt eine perfekte Form rein. Es sieht so natürlich aus. Es ist einfach ein Träumchen und deswegen, falls ihr daran, wie gesagt, Interesse habt, schreibt mir gerne für einen Termin, für eine Schulung. Ich bin auf jeden Fall am Start. Und ihr seht auch, ich habe ja selber auch Powder Brows. Ich habe zwar jetzt mein Härchen hochgekämmt und bin gerade noch nicht perfekt und richtig abgeschminkt, aber im Normalfall haben, ja okay, meine Augenbrauen sind jetzt nass, ne? Aber seht ihr das? Meine Augenbrauen haben eine Form gegeben, die sind nicht super unnatürlich. Das sieht jetzt gerade echt schwierig aus. Ich schmink mich mal zu Ende ab und zeige euch meine Augenbrauen.
So, das sind übrigens jetzt meine Augenbrauen ungeschminkt, ohne alles. Mein Gesicht ist übrigens gerade sehr weiß, weil ich keinen Selbstbronzer drauf gemacht habe. Und die Seite ist halt wirklich perfekt, ne? Und ihr seht, wenn ich meine Augenbrauen so nach oben bürste, das ist wirklich super. Also es ist super, super natürlich. Ich habe natürlich jetzt auch einiges an Haaren. Aber gerade bei Mädels, die kaum bis gar keine Haare haben, sieht es auch bombastisch aus. Also nicht nur eine Hairstroke-Technik oder ein Microblading, wenn es auf trockener Haut gemacht ist, sieht gut aus, sondern Powderbrows sind wirklich ein Traum. Wie gesagt, ihr habt auch eben Bilder gesehen, gerade auch bei älteren Damen. Es sieht chefskissmäßig aus. Also falls ihr dafür einen Termin vereinbaren wollt, schreibt mir da auch gerne. Und ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen bei meiner Abschminkroutine. Und ich würde sagen, falls ihr eine Schulung buchen wollt, schreibt mir gerne und dann sehen wir uns demnächst. Oder ihr behandelt demnächst eure Augenbrauen und eure Lippen.